Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen Technik-Ecke. Ja, auch der deutsche Hersteller Gigaset wirft mittlerweile mit Smart-Home-Produkten um sich. Zum Beispiel hier mit dieser ganz gewöhnlichen smarten Steckdose, wie sie ja viele Hersteller im Angebot haben. Dieses System hat jedoch den entscheidenden Unterschied, dass diese Steckdosen zum Beispiel nicht autark im WLAN funktionieren, sondern immer eine Basisstation brauchen, mit der sie verbunden werden. In dem Fall hier ist das die sogenannte Gigaset Base. Was es damit auf sich hat, wie ihr das einrichtet und was die ja gegenüber dem Einzelkauf einer solchen Steckdose beispielsweise hier für Vorteile bietet, das werden wir jetzt im heutigen Video mal gemeinsam herausfinden. Los geht's! Ja, das sind die drei Pakete hier. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal einen von diesen Steckern an. Die funken übrigens selber nicht im WLAN-Netz, können also nicht autark mit diesem verbunden werden, wie man das von anderen smarten Steckdosen kennt. Es wird hier wirklich die Gigaset Base benötigt. Und die kommuniziert dann mit den Steckdosen und anderen Aktoren von Gigaset, wie gesagt, wenn ihr die habt, über ein proprietäres, über ein eigenes Funkprotokoll. Ähnlich wie das auch die smarten Geräte von AVM machen. Da unten haben wir nichts mehr drin, deswegen kann ich die Verpackung schon mal wegtun. Ja, bei AVM, da funktioniert das über den DECT-Standard, die Kommunikation mit der Basis. Wie das hier genau funktioniert, weiß ich noch nicht, über welchen Standard. Vielleicht finden wir dazu mehr in der Anleitung heraus. Auf jeden Fall, ja, die Stecker schlicht designt. Ist das hier außen? Ne, ist keine Schutzfolie. Das ist tatsächlich eine weiße Klavierlackoptik. Hier haben wir einen Verbindungstaster, um die Verbindung zur Basis herzustellen. Genau wie man das auch von den smarten Steckern, wie gesagt, von AVM kennt. Ja, in der Anleitung finden wir leider auch keine weiteren Informationen zum verwendeten Funkstandard hier. Hier ist auch im Moment gar nicht die Rede von der Basis. Ja, die wird aber als Systemvoraussetzung auf der Rückseite der Verpackung genannt. Hier eine installierte Gigaset Home Basisstation. Ja, und die schauen wir uns jetzt mal eben an in diesem schnöden weißen Karton hier. Da hat man sich das Design offensichtlich gespart. Da ist auch wieder ein bisschen Papierkram mit drin und sogar ein bisschen Verkabelungskram. Da war doch noch mehr, ganz genau. Ein standardmäßiges, na, es fühlt sich sogar relativ dick geschirmt an. Was ist das denn hier für ein Kabel? Können wir das sehen? Ein Cat5e-Kabel ist es in der FTP-Ausführung, das heißt mit einfacher Schirmung. Ja, oft werden solchen Geräten UTP-Kabel völlig ohne Schirmung beigelegt. Außerdem haben wir hier einen ziemlich dicken, massiven Stecker. Das wirkt schön. Länge dürfte ungefähr 2 bis 3 Meter betragen. Und dann haben wir hier außerdem die Stromversorgung, das Steckernetzteil. Das liefert 6,5 Volt und 0,6 Ampere, 3,9 Watt auf diesen kleinen abgewinkelten Klinkenhohlstecker hier. Hier haben wir dann eine Anleitung für das Gigaset Alarmsystem. Okay. Da geht es offensichtlich direkt um mehrere Produkte und das Ganze hier nochmal in einigen anderen Sprachen. Hier befindet sich die deutsche Variante drin. Genau, das Verbinden mit unserem Router per Netzwerkkabel, das werden wir gleich tun und anschließend das Einrichten über die Gigaset Elements App. Ja, und dann hier als Beispiel das Hinzufügen zum Beispiel eines Bewegungssensors oder eines Tür- und Fenstersensors, der Alarmsirene und einigen anderen Aktoren, die es ja von Gigaset gibt, zum Beispiel auch den Schalter, den Lichtschalter bzw. universellen Schalter, mit dem wir dann die Aktoren beliebig steuern können. Ja, das hier ist die Basis, schön schlicht weiß designt, diesmal zum Glück. Ja, doch hier außen haben wir ein bisschen Klavierlackoptik dran. Hier hinten kommt, wenn ich das doch gerade richtig gesehen habe, noch eine Abdeckklappe drauf. Wo ist die denn? Steckt die da auf der anderen Seite des Kartons noch hinter? Sah mir doch fast so aus. Ja, da ist sie weggeflogen, die Rückabdeckung. Da können wir nämlich gleich die Kabel hinter verschwinden lassen. Die ist hier unnötigerweise nochmal einfoliert. Achso, da kommen auch noch ein paar kleine Befestigungsteilchen raus. Mal eben schauen, das wird dann hier hinten so draufgeklickt. Und die Kabel, achso, die kommen dann hier eleganterweise unten aus dem Fuß raus und wir können die hier hinten durch diese kleinen Aussparungen rausführen. So kann die Basis stehen und die Kabel ja wirklich auf sehr elegante Art und Weise da rausgeführt werden. Sollten wir aber wahrscheinlich noch nicht schließen, die Klappe, bevor die Installation abgeschlossen ist, den QR-Code oder den Aktivierungscode hier, den werden wir wahrscheinlich brauchen für die Ersteinrichtung. Ja, und so sieht die Basis dann aus. Oben den Verbindungstaster, wahrscheinlich um neue Aktoren wie diese Steckdosen hier hinzuzufügen. Außerdem einige Betriebs- und Status-LEDs und eine schicke Gigaset-Aufschrift. Die drei kleinen Befestigungsteile, die beiden Schrauben und ja, diese Metallbrücke hier, die hier gerade noch rausgefallen kam, die können wir übrigens
hier unten dann als Wandhalterung tatsächlich verwenden oder um das Ganze irgendwo anders zu fixieren, auf einem Tisch oder sonst wo. So, ich habe mir jetzt hier mal alles vorbereitet, Strom und auch ein Netzwerkkabel hier hinten. Würde sagen, wir verkabeln jetzt erstmal die Base. Dazu, wie gesagt, kann ich die Kabel hier unten eleganterweise reinführen. So, den Stecker hier hinten schon mal reingefummelt. Das ist tatsächlich ein bisschen fummelig. Und dadurch, dass ich jetzt hier so ein schickes Flachbandkabel verwende, ja doch, ich krieg's hier hinten raus aus dem Fuß. Das funktioniert trotzdem. Eleganter ist das aber mit einem klassischen Rundkabel. So, damit ist das Teil schon mal mit meinem Netzwerk verbunden. Jetzt müssen wir dem natürlich noch ein bisschen Saft geben. Dazu hier den Stromanschlussstecker unten durchgeführt. Ja, das ist wirklich ein kleines bisschen fummelig auf jeden Fall, aber man montiert das ja auch nicht alle Tage um. So, dann können wir den hier noch hinter die Nase hängen, den abgewinkelten Klinkenstromstecker. Und dann wäre es das soweit. Basis sollte genau mit Strom versorgt sein. Wir sehen eine orangefarbene LED. Und ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt hin die Klappe schließe, denn wir brauchen gleich, wie gesagt, noch den QR und den Aktivierungscode da. Bevor ich die Klappe schließe, holen wir uns jetzt mal die Gigaset Elements App rüber. Die habe ich nämlich hier vorbereitet. Genau hier habe ich sie installiert. Dort ist sie, dort müsst ihr euch natürlich einen Account anlegen. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit bzw. für ein früheres Review schon getan. Hier gibt es ein paar Neuigkeiten, zum Beispiel neue Sensoren von Gigaset, Heizthermostate, Luftfeuchte- und Temperatursensoren, Dimmen von Beleuchtungen und so weiter. Ja, das schauen wir uns gleich alles live in der Praxis an. So, ich habe mich jetzt hier mit meinem Account eingeloggt in die Gigaset Elements App. Währenddessen haben sich hier schon weitere Status-LEDs dazugeschaltet. Das Ding scheint auf jeden Fall online zu sein, scheint erkannt zu haben, dass es hier am Netz hängt. Und ja, da ich jetzt hier in dem Fall noch nichts hinzugefügt habe in diesem Video, können wir hier direkt auswählen, welches Gerät wir neu einrichten müssen. In meinem Fall ist das eine Base. Wir sollen kurz die Pairing-Taste drücken. Okay, tun wir das mal. Kurz gedrückt, dann tut sich nichts, außer dass die Cloud-LED jetzt, glaube ich, noch schneller blinkt als vorher. Gut, gehen wir also auf Weiter. Genau, dann brauchen wir jetzt nämlich den Aktivierungscode hier von der Rückseite. Den können wir entweder scannen oder wir können die Kennzahlen da auch manuell eintragen in das Textfeld hier. Ich probiere das jetzt mal ganz einfach hier mit dem Scannen des QR-Codes. Dazu muss ich der App natürlich Rechte hier geben. So, da ist die Kamera und ja, da fokussiert sie natürlich nicht. Okay, von hier ganz oben hat er es tatsächlich noch geschafft. Wo wird dieses Gerät verwendet? Ja, in meinem Videozimmer. Ist ja im Grunde genommen egal, wo die Basis verwendet wird. In der Regel steht die wahrscheinlich ja in der Nähe des Routers. Verwende ich jetzt mal nicht diese Einstellung. Und kann der jetzt hier noch einen freundlichen Namen vergeben? Ja, unfreundlich wäre auch nicht schön. Ich nenne die mal ganz einfach Basis jetzt. So, dann gehen wir auf Weiter und wir sehen auch hier rechts an den Status-LEDs, dass soweit alles eingerichtet zu sein scheint. Deswegen beende ich den Verbindungsassistenten und füge jetzt noch mein aktuelles Smartphone als Aktor hinzu hier in das Gigaset-System. Das war erfolgreich. Und dann sind wir jetzt hier erstmal in unserer Übersicht. Da gibt es natürlich überhaupt gar nicht viel zu sehen, da wir noch keine Geräte angeschlossen haben, noch keine Aktoren. Trotzdem ist alles gut mit dem beruhigenden grünen Smiley ohne Augen oder was auch immer das sein soll. Mal eben schauen, was wir jetzt hier machen können. Ach so, okay, das sind hier verschiedene Alarmvoreinstellungen. Wenn wir entsprechende Geräte wie Sensoren, Bewegungsmelder und sowas alles haben, dann wäre das jetzt zum Beispiel der Modus außer Haus. Dann gibt es hier wahrscheinlich einen Nachtmodus, sodass uns die Teile nicht alarmieren, wenn wir nachts mal aufs Klo müssen oder sowas. So, dann muss ich jetzt mal eben schauen, haben wir hier unsere Räume, haben ein nicht zugewiesenes Gerät. Ja genau, das ist meine Basis, die ist online. Die habe ich ja keinem Raum zugewiesen. Da kann ich jetzt auch so erstmal nichts mitmachen. Firmware ist aktuell. Das wird auch hoffentlich immer im Hintergrund erledigt, die Aktualisierung. Ich würde sagen, bevor wir uns in die Konfiguration von Regeln und sowas stürzen, gehen wir nochmal zurück zu meinem Zuhause und fügen ein neues Gerät hinzu. Da muss ich mal eben schauen, wie das jetzt geht. Eigentlich doch hier oben. Elements. Genau, da ist meine Basis und habe dann hier unten den Plus-Button. Dort möchte ich jetzt einen Plug hinzufügen, um genau zu sein, den Plug 2.0. Ihr könnt hier übrigens auch noch Geräte anderer Hersteller einbinden, wie ihr sehen könnt. Und umgekehrt können wir unsere Gigaset-Geräte auch später in Systeme anderer Hersteller einbinden. Zum Beispiel den Google Home Assistant oder natürlich auch Amazon Alexa. Das zeige ich euch später, wie das funktioniert. Erstmal füge ich jetzt hier einen Plug hinzu. Und zwar genau hier die Version 2. Könnt ihr sehen, gibt es auch noch als Schweizer Variante.
Okay. Smart Plug in eine Steckdose stecken, maximal 1 Meter zur Basisstation, sodass die LED an der Steckdose blinkt. Wenn sie das nicht tut, sollen wir hier den Verbindungstaster drücken. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich die hier auf eine eingeschaltete Steckdosenleiste gebe. So, die App habe ich in der Zwischenzeit da hinten geschlossen aus Versehen. So, die LED, die sich hier vorne übrigens dran befindet, die blinkt Gigaset üblich orange. Das sieht gut aus, deswegen brauchen wir den Verbindungstaster wahrscheinlich nicht zu drücken. Wenn die LED nicht blinkt, hier kurz den Taster gedrückt halten an der Steckdose, bis es blinkt. Dann können wir auf Weiter gehen. Und ja, jetzt sollte er sie eigentlich schnell finden. Hier an der Basis blinkt es gerade auch. Hat zumindest gerade kurz geblinkt. Alles Blinken hat aufgehört und damit ist der Plug auch schon hinzugefügt. Ich kann jetzt hier wieder einen Raum eintragen. Das mache ich im Moment noch nicht. Und einen Namen, Steckdose, genau, weiter. Hier kann dann für die Energieverbrauchs- oder für die Stromkostenmessung ein Preis pro Kilowattstunde angegeben werden. Zum Beispiel 30 Cent oder mittlerweile sind es wahrscheinlich eher 40. Ich gebe mal hier, das wird in Cent wahrscheinlich direkt angegeben, Komma kann ich nicht benutzen. 40, ich hoffe jetzt nicht, dass das 40 Euro bedeutet pro Kilowattstunde, obwohl wir da bestimmt auch noch irgendwann hinkommen in Zukunft. Da mache ich mir keine Sorgen. So. Das beenden wir das Ganze und dann haben wir unseren Plug hiermit in der Geräteliste drin. Den kann ich jetzt auch übrigens immer manuell einschalten, indem ich hier unten den Verbindungstaster kurz gedrückt halte. Nicht gedrückt halte, sondern tatsächlich nur kurz drücke. Hört ihr auch, dann klackt es und ihr seht es, die Steckdose schaltet sich manuell ein und aus. Durch gedrückt halten wiederum dieses Schalters lösen wir den Kopplungsvorgang neu aus und können den Stecker dann an eine andere Gigaset-Basis zum Beispiel hinzufügen. So, das ist unser Plug. Mal eben gucken, Firmware ist aktuell, Stromverbrauch hat er im Moment keinen. Ja, und der Preis pro Kilowattstunde, der ist tatsächlich auf 40 Euro festgelegt worden. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Deswegen probiere ich das nochmal mit 0,40, was nicht funktioniert. Ich kann da kein Komma eintragen. Muss ich hier vielleicht die Währung auf Cent umstellen? Nee, da gibt es nur Euro, US-Dollar. Das ist ein bisschen merkwürdig. Oder muss ich das Komma vielleicht als Punkt verwenden? 0,40, ganz genau, das nimmt er an. Und wenn ich das speichere, dann sollte das genau besser aussehen. 40 Cent pro Kilowattstunde. So können wir dann später auch unsere Energieverbräuche hier anzeigen lassen. Zum Beispiel hier auch über die letzten 30 Tage und natürlich den aktuellen Verbrauch heute. Ich weise der Steckdose jetzt nochmal eben hier einen Raum zu. Zum Beispiel bin ich hier im Büro. So, das speichern wir. Damit ist es mir jetzt nämlich möglich, das Ganze gleich auch in Gruppen zu schalten. Da schauen wir jetzt mal eben hin, hier in den Bereich Regeln. Ich habe jetzt zwar im Moment noch keine großartigen Aktoren hier dran, wo das irgendwie Sinn machen würde, aber ich zeige euch das trotzdem mal, wie das prinzipiell funktioniert. Stelle mal hier meine erste Regel und dann seht ihr, welche Möglichkeiten wir haben. Wenn ein Temperatursensor eine bestimmte Temperatur erreicht, dann könnten wir den Plug einschalten oder ausschalten lassen, um beispielsweise eine Klimaanlage, einen Lüfter oder irgendwas loslaufen zu lassen, um die Temperatur wieder zu regulieren. Das gleiche mit dem Gigaset-Taster zum Beispiel, was passieren soll, wenn wir den drücken, den Button und außerdem auch die Möglichkeit, hier Tür- und Fenstersensoren als Aktoren einzubinden. Da komme ich jetzt hier nur nicht weiter, da ich noch keinen Fenstertürsensor habe. Den kann ich hier praktischerweise über diese Links direkt kaufen. Hier im Konfigurationsbereich können wir noch anpassen, ja, wie sich zum Beispiel diese Alarmmodi verhalten, zu Hause, außer Haus und Nacht, wie ich euch das vorhin eingangs zeigte. Da können wir dann zum Beispiel auswählen, dass alle Sensoren innerhalb des Hauses deaktiviert sind, sodass nur die Außensensoren scharf geschaltet sind. Die könnten wir dann hier auswählen. Wie gesagt, ich habe außer den Plug im Moment noch keine Sensoren dran. Das Ganze lässt sich aber zum Beispiel auch sehr ideal mit der Gigaset Doorbell hier koppeln, mit der Videotürklingel. Auch die kann bestimmte Ereignisse auslösen oder wenn hier auf den Klingeltaster gedrückt wird, dann könnt ihr Routinen auslösen, wie zum Beispiel eine solche Steckdose einschalten zu lassen oder weitere kreative Möglichkeiten, die man dann da hat. All das könnt ihr hier in dieser App festlegen. Den Panik-Button haben wir hier unten. Damit können wir manuell Alarm auslösen, wenn wir entsprechende Alarmgeräte, die Sirene und sowas installiert haben. Auch diese Routine können wir anpassen, um zum Beispiel noch Plugs dazu zu schalten in diesen Panikmodus, sodass wir dann hier mit einem manuellen Druck ja, das gesamte Alarmsystem starten und auslösen lassen können. Ich würde sagen, das soll soweit erstmal gewesen sein. Hier für den Plug gibt es in der Zwischenzeit übrigens sogar ein Firmware-Update. Das führe ich mal eben aus, währenddessen die Stromverbindung natürlich nicht
trennen. Ja, und die Stecker, die können wir jetzt hier beispielsweise in der Kategorie Plugs noch sehen. Dort haben wir dann auch die Möglichkeit, die gesammelt oder einzeln natürlich ein- und auszuschalten. Tue ich mal gerade hier, habt ihr links gesehen. Dann klickt es und die LED geht aus und wieder an. Hier können wir natürlich auch eine ganz klassische Zeitschaltung festlegen. Von Uhrzeit A bis Uhrzeit B das Ganze eingeschaltet lassen. Und in der Geräteeinstellung, ja okay, da waren wir schon, Namen und zugehörigen Raum vergeben und die Firmware aktuell halten. Habe jetzt nochmal eben die Alexa-App aufgerufen, denn ich möchte meine Gigaset-Dosen natürlich auch per Sprache steuern. Das können die von Haus aus nicht. Hier habe ich einige andere Steckdosen schon eingebunden. Das sind aber komplett eigenständige WLAN-Steckdosen. Zum Beispiel von TP-Link aus der Tapo-Serie könnt ihr sehen. Oder einige andere Modelle habe ich da drin. Die hängen, wie gesagt, selber im WLAN. Das erklärte ich euch ja eingangs. Das tun die Gigaset-Teile nicht. Deswegen müssen wir uns den entsprechenden Skill besorgen. Hier im Skill Store suchen wir ganz einfach mal nach Gigaset und dann sollten wir genau dort Smart Home bei Gigaset finden. Den Skill aktivieren wir. Dazu müssen wir uns erst hier nochmal anmelden mit unserem Benutzeraccount. So, dann sehen wir hier den Antrag auf Zulassung. Mein Default-System, okay, das hatte ich ja vorhin auch nicht benannt. Und dann können wir hier den Antrag auf Zulassung stellen, kommen dann zurück zur Alexa-App und sehen, dass das erfolgreich eingerichtet wurde. So, jetzt sucht er nochmal und sollte mit Hilfe der Gigaset Base eigentlich in der Lage sein, die neuen Steckdosen zu finden. Warten wir mal einen kleinen Moment. Ja, eine Gigaset-Steckdose hat er gefunden und direkt verbunden. Das können wir jetzt hier noch einrichten. Die Steckdose in eine bestehende Alexa-Gruppe hinzufügen. Das überspringe ich jetzt hier erstmal. Was kann ich damit machen? Ein- und ausschalten. Ja, okay, das hätten wir uns ja denken können. Hier noch ein paar Beispielsätze, die wir sagen können. Und dann sollte ich jetzt hier unter Steckdosen meine neue Gigaset-Dose finden. Mal eben schauen. Ist die hier ganz unten? Genau, da die noch keiner Gruppe zugeordnet wurde, seht ihr die hier ganz unten. Und die kann ich jetzt auch hier über die Alexa-App fernsteuern. Das funktioniert wunderbar. Steckdose geht aus und Steckdose geht, na, auch wieder an. Jetzt hatte ich sie gerade ausgewählt. Da ist sie wieder angegangen. Und auch hier kann ich die natürlich in entsprechende Routinen einbinden. In dem Alexa-Universum sozusagen kann die anderen Gruppen hinzufügen, in Schaltungen und Ereignisse integrieren und so weiter. Und ich kann sie natürlich auch fernsteuern, indem ich sage, Alexa, Steckdose aus. Ja, sie hat auf jeden Fall reagiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Signalton gehört habt. Genau da ist es auf aus umgesprungen. Kleine Verzögerung. Alexa, Steckdose an. Ja, das dauert immer ein paar Sekunden, bis das hier in der App übernommen wird, bis das aktualisiert wird. Aber Alexa hat das schon quittiert mit dem entsprechenden Ton und da seht ihr, die Steckdose ist wieder an. Ja, demnach ist das auch wunderbar integrierbar in bestehende Schaltungen, in anderen Smart Home Systemen. Wird aber immer, wie gesagt, über die Gigaset Base angesteuert, da die Steckdosen selber nicht im WLAN hängen und auch so nicht selber agieren können. Die könnt ihr selber nicht schalten, irgendwo einbinden oder sonst was. Die brauchen auf jeden Fall immer die Basis, was das Ganze aber auch ein bisschen sinnvoller macht. Speziell, wenn man es dann später mit mehreren Geräten noch erweitert. Da graust es mir immer, zum Beispiel in einem Mietshaus, wenn da jede Mietpartei seine Wohnung mit 20 eigenständigen WLAN-Steckdosen zukleistert. Dann kann man ja mal versuchen, anschließend noch das WLAN normal zu nutzen, um zum Beispiel sich ein Video anzuschauen. Das wird wahrscheinlich problematisch. Deswegen mag ich diese Lösung mit eigener Basisstation lieber. Da funken die einzelnen Geräte dann auf eigenen Funkprotokollen, zum Beispiel auf DECT, also dem Protokoll der Schnurlostelefone oder mit anderen eigenen Systemen, ohne das WLAN-Frequenzband zu verstopfen. Und genau das scheint auch hier bei Gigaset gut zu funktionieren. Ja, mehr kann ich euch erstmal zur Erstinformation hier nicht zeigen, zur Einrichtung und zum Prinzip des Ganzen. Ich werde euch in naher Zukunft noch weitere smarte Geräte aus dem Gigaset-Universum vorstellen, wie ihr die mit der Basis koppelt und was man da so für sinnvolle oder auch weniger sinnvolle Schaltungen erstellen kann. Ich danke euch erstmal, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, das hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so Feines treibt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.